Pass auf. Ich sag dir, wie es läuft. Wenn du nicht innerhalb der ersten halben Stunde am Tisch erkennst, wer von den anderen der Dumme ist, dann bist du der Dumme. Jeder hier würde das sagen. Wenn du mit Spielen deinen Lebensunterhalt verdienst, ist das wie bei einem gewöhnlichen Job. Es ist kein Glücksspiel, es ist Arbeit. Dein Ziel ist es, in einer Stunde einen großen Gewinn zu landen. Bring dein Geld ins Spiel, wenn es gut für dich steht. Halt es zurück, wenn nicht. Du darfst nichts verschenken. So habe ich mein halbes Jurastudium finanziert. Als echter Arbeiter. Ich habe nach und nach gelernt, wie man gewinnt. Aber zum Schluss habe ich noch was gelernt. Wenn du nichts riskierst, bist du genauso beschissen dran wie all die anderen Arbeiter.